Jungs, da steht der Iveco von AWK. Ja, komm, das war's. Das war's. So, moin Leute, was geht ab? Motoflow back am Start zu einem neuen Video. Heute mit einer richtig geilen Mission. Diesmal nicht am Spot, sondern bei mir in der Hood. Tatsächlich. Die ein oder anderen von früher, von damals, von den Mofa-Vlogs, die kennen das hier noch. Weil die Autos, die müssen hier abbremsen. Ich nicht. Weil ich ein krasser Ficker bin. Let's go! Oh, scheiße. Karre ist noch nicht warm hier noch. Heute haben wir eine richtig geile Mission. Und zwar habe ich eben auf Instagram gesehen, dass HWK hier in Köln ist. Und die sind gerade am Aqualand. Wahrscheinlich ein bisschen schwimmen oder erstmal schön duschen. Der ganzen Truppe. Let's go! Wasser lassen zu siebt. Ich werde da jetzt hinfahren. Und dann auf dem Bus erstmal fett einen Sticker von mir drauf klatschen. Mal warten, bis die Karre ein bisschen warm ist, sonst kann ich hier keine Wheelies pullen. Wobei ich das hier in der Umgebung echt ungerne mache, einfach wegen Cops. Und die Karre, nee, wirklich, die ist so saulaut. Das Ding ist, das Aqualand ist halt auch einfach nur einen Kilometer von der Polizeiwache entfernt. Und ich fahre dann natürlich jetzt mit der Aerox hin, ne? Also könnte auch ein krasses Police Getaway geben. Habe ich natürlich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin, hier in der Umgebung. In Rocky easy, gar kein Problem. Boah, ich hoffe, man versteht mich wegen dem Wind. Boah, das ist ehrlich, ne? Das ist so kritisch, dass ich da jetzt hinfahre. Aber wir tryen erstmal ein Wheelie, oder? Perfekt, ich kann mal wieder gar nichts. 3 Tage nicht gefahren, ich kann gar nichts. Genau, wir müssen jetzt praktisch, da vorne ist der, also hier direkt ist auch der Fühlinger See. Und wir müssen jetzt praktisch straight up, geradeaus fahren. Und dann müsste da irgendwo der Iveco von HWK stehen, von Finn und Jendrik. Und da werden wir uns erstmal drauf verewigen. Das wird ist so geil. Der Vlog hier wird wahrscheinlich ein bisschen weniger mit. Ach Digga, ich lasse es einfach. Ein bisschen weniger mit Wheelies sein, weil ich habe hier echt gar keinen Bock gefickt zu werden. Ne? Und wir sind jetzt eigentlich auch praktisch schon fast da. Jetzt muss ich hier noch aufpassen, weil die Karre so scheiße laut ist mit Downy und da hast du nicht gesehen. Ne? Schwarzen Scheinwerfer, wir machen mal Fernlicht dann, damit das nicht so ganz schwarz aussieht. Ich habe auf jeden Fall einen Sticker in der Jackentasche. Da werden wir uns dann erstmal ein bisschen verkrümeln, dass wenn Bullen vorbeifahren oder so, dass sie uns nicht direkt sehen. Oh mein Gott. Digga, das war doch schon wieder so eine Scheißidee, Alter. Ehrlich. Ich habe Angst. Ja, komm, das war's. Das war's. Scheiße, nee. Abbruch! Abbruch, Jungs! Abbruch! Ich glaube, hier kommt man auch über den Parkplatz, weil der ist direkt da vorne. Ja, was heißt direkt, ne? Da muss man schon gut, ganz schön gut ein Stück fahren, ne? Ne, ich glaube, da kommt man scheiß drauf, ehrlich. Doch, hier müsste man auf dem Parkplatz direkt von hinten raufkommen. Ich weiß es aber nicht, da unten sind wir gerade eben lang gefahren. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ja, Omi, ich gebe kein Gas. Ach, hier, guck mal auf dem Fahrradweg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich guck mal ganz vorsichtig, ob die Cops da noch stehen. Oh, ich hab so Angst, ne?
Leute, ich glaube, die sind weg. Tun wir mal so, als wären wir 25er-Roller, ne? Dass wir hier nur auf dem Fahrradweg unterwegs sind oder sein dürfen. Ich weiß zwar nicht, ob das hier ein offizieller... Alter, jetzt fängt es an zu schneien. Wo sind wir denn hier gelandet? Ehrlich? Boah, ich muss so aufpassen, dass jetzt hier keine Cops sind, ne? Steht hier noch der Iveco, Jungs? Steht der hier noch? Doch, da steht der Iveco, glaube ich. Jungs, da steht der Iveco von AWK. Ist das geil. Jungs, da ist er. Da ist das Ding mit den 20 Zoll MAEs. Voila. Da ist er. Und bevor die Jungs jetzt rauskommen, gehen wir jetzt einfach dahin. Ich habe hier so ein paar Sticker in meiner Tasche. Ist auch heute echt kalt, ja. Natürlich können die uns jetzt natürlich auch beobachten, ne? Weil im Aqualand, da sind ja überall Fenster, wenn die jetzt gerade im Bistro sitzen. Wir winken einfach mal rüber. So, warte. Jetzt nehmen wir uns einen Sticker. Warte, kleben den einfach. Machen wir ein bisschen sauber hier, dass man den auch sieht. So, Jungs. Ich glaube, ich muss das Kennzeichen zwar zensieren, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, einer reicht. Jungs, einer reicht. Einer reicht auf der Windschutz... Auf der... Ach Mann, wie heißt denn das Scheißteil? Auf der Heckklappe. Ja, das Ding ist auch echt lang, ne? Junge, Junge, Junge. Jetzt müssen wir hier nur ohne Cops wieder wegkommen. Mal gucken, ob... man dann in der Story diesen Sticker vielleicht sogar sieht. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, zum P2 fahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am P2 wieder. So, hier nochmal mit der Aerox. Da klebt der Sticker. Perfekt, Jungs. Perfekt. Holen wir hier mal. Circa einen Kilometer, wenn überhaupt, hinter uns ist natürlich die Polizeiwache. Das ist natürlich der perfekte Ort, um erstmal mit einem Roller, der absolut getuned ist, da um Wheelie zu pullen. Ne? Das ist perfekt. Aber seid mal ehrlich, trotz dass da die Polizei war und da angehalten hat, auf mich gewartet hat, habe ich trotzdem durchgezogen, Jungs. Ich habe zwar ein bisschen Schiss, sage ich euch ehrlich. Boah, ich weiß gar nicht, ob man mich versteht oder ob das wieder komplett am Übersteuern ist, ne? So wie beim letzten Vlog, da musste ich das auch ein bisschen runterpegeln. Ich wollte mir jetzt auf jeden Fall noch ein neues Mikrofon bestellen. Das Problem ist, ich nehme das alles mit dem Handy auf, also den Ton. Machen wir hier nochmal sauber. Alter, ich habe halt ein iPhone. Und da kann man nicht mal eben jedes Kabel dran anschließen. Weil ich habe das probiert mit diesem von AUX auf Lightning Stecker. Hat nicht funktioniert, weil der da irgendwie keinen Ton drüber aufnimmt. Also das Originalteil halt von iPhone. Du bleib stehen, mein Freund, Alter. Hat halt nicht funktioniert, deswegen nehme ich jetzt praktisch mit meinen originalen iPhone-Kopfhörern auf. Also ich habe ein zweites Paar, die habe ich dann in meinem Helm verbaut. Kopfhörer einfach abgeschnitten und dann nur das Mikrofon da reingesteckt. Funktioniert. Was soll man machen, ne? Ja, und jetzt wollte ich mir noch ein richtiges holen. Am liebsten von Rode halt, ne? Aber die haben halt keine mit diesen Lightning-Stecker. Außer eins für 120 Euro. Nee. Also so für 30, 40 Euro okay. Ne? Man will ja auch Qualität haben. Aber nicht für 120 Euro, Jungs. Nee, Mann. Vielleicht, wenn ich mit YouTube was verdiene, also beziehungsweise so einen annehmbaren Betrag verdiene, wo man dann sagen könnte, yo, so nehmen wir, so, also, ach, Digga, so machen wir es, dann kann man auch investieren, ne? Aber Digga, ich sag dir ehrlich, so nicht, Mann.
auf jeden Fall haben wir Mission erfolgreich ausgeführt. Ne? Erfolgreich ausgeführt, auch bei Scheißwetter. Ich habe ja eigentlich gesagt, als nächstes Video kommt das Wheelie-Tutorial. Da ist jetzt leider HWK dazwischen gegrätscht und da dachte ich mir, so eine Videoidee kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Da ziehen wir doch einfach durch. Jetzt hier noch ein paar Wheelies am P2. So, jetzt nochmal zum Schluss wollte ich mich für 5000 Abos bedanken, die wir endlich auf YouTube erreicht haben. Danke, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Ehrlich. Das ist seit 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, keine Ahnung, hänge ich auf irgendwie 4700, 4800, 900, hänge ich die ganze Zeit drauf fest. Und dann nach dem letzten Vlog, ich weiß nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. Ich habe straight up nur Müll gelabert, da gab es kein richtiges Gesprächsthema und es hat einfach 3.500 Aufrufe und wir haben die 5.000 Abos voll bekommen, Jungs. Deswegen danke ich euch und auf weitere 5.000 Abos. Danach höre ich mit YouTube auf. Spaß. So, jetzt aber Buddha bei die Fische. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ein Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Mitglied werden. Ja, da würde ich sagen, viel Spaß euch bei was auch immer ihr macht. Raucht nicht so viel, trinkt nicht so viel. Genießt euer Leben auf dem Hinterrad. Und tschüss.